Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Soul Silver. Ja, wir sind in der einen Stadt, die da ist und ja genau, wir sind in Mahagoni City, wo wir gerade Team Rocket besiegt haben. Wir waren im Kesselberg. Was uns jetzt bleibt, ist die Arena hier, damit wir weiterziehen können und heute kriegen wir Kiefel. Oder Quiekel heißt er, dein Kiefel und dann immer noch nicht den Namen, den ich immer noch nicht kenne. Ich habe auch so, ich bin vorbereitet. Ich möchte sagen, ich bin vorbereitet. Denn, warte, ich habe nämlich herausgefunden, wo der Attackenverlerner ist, den wir nämlich brauchen für die Herzschuppe und dann lernen wir neue Attacken für das Kiefel, dass es dann Antikraft lernt und sich dann entwickelt. Das habe ich herausgefunden. Irgendwie so. Nächstes Level 1513. Ja, ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung. Es ist halt Eis, was jetzt kommt. Wir müssten eigentlich nochmal zum Markt fliegen. Ich gehe erstmal so rein und dann machen wir nochmal Markt und dann wir müssen so oder so raus. Jetzt geht's richtig los mit den Rätseln. Norbert ist ein Veteran, der seine Pokémon nun schon seit fast 50 Jahren trainiert. Wie du siehst, ist seine Arena außerdem von einem dicken Eisschicht umgeben. Aber in dieser eisigen Umgebung schlotterten Norberts Gegner die Knie nicht nur aufgrund der Kälte. Bist du bereit für die Eiszeit? Heiz ihn mit dem brennenden Glut deines Ehrgeizes mal so richtig ein. Oh Gott, das wird nix. Das war easy. Das wird nichts, das war easy. So, wir gehen natürlich wieder, dass wir gegen jeden kämpfen. Leider ist X-Bud nicht gerade das Pokémon, um gegen Eis-Pokémon zu kämpfen. Um zu Norbert, unserem Arena-Leiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du losrutscht. Fuck! Nein! Denken! Mein Kryptonit. Denken und sich erinnern. Oh Gott, Rosana. Auch so ein Pokémon war total... Oh, warte mal, es ist ein Psycho-Pokémon. Das können wir ja sogar beißen. Wir hätten einen Konfusstrahl vorher machen sollen. Naja, vielleicht verreckt es auch so. Nice. Nice. Rosana ist ja Psycho. Psycho-Eis. Mag ich auch überhaupt nicht das Pokémon. Rosana, es ist wie Pantyboss. Es ist komplett unnötig. Beim Skifahren würde ich nie gegen dich verlieren. Ah, sagst du. Ich meine, du stehst mit den Skiern in der Arena den ganzen Tag rum. Ich meine, der ist ein Snowboarder. Ja, da habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Diese Arena hat einen rutschigen Boden. Lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um rumzublödeln. Nein. Wir sind nicht hier, um rumzublödeln. Was macht er da? Er macht einen Olli. Quiek, haben voll. Streich, Olli. Süß, süß. Guck mal, wie süß das ist. Guck mal, es guckt schon so, als ob es von mir lieb gehabt werden will. Deswegen verwirren wir es erstmal. Es guckt so furchtbar verschlafen. Nein, verschlafen ist Pokémon. Toll. Kalt, 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 kalt. Das glaube ich, ja, ist sehr effektiv. Okay, das war jetzt nicht sehr kalt. Ich gebe zu. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob Schneesturm da oben trifft. Falls er jetzt jemals nochmal Schneesturm machen sollte. Oder schlägt sich selber. So, Quiekel oder Kiefel oder wie auch immer war Boden-Eis-Pokémon. Deswegen brauchen wir es auch, weil es cool ist. Quiekel, ich glaube, ich setze gleich hier weiter, Kevin. Ich glaube, ich mache gleich wegfliegen, oder? Ich glaube, das ist intelligent, weil ich glaube nicht, dass der das überlebt. Tschüss. Ich glaube, Fliegen ist da schon relativ stark gegen, wa? Okay, ein Eissturm trifft nicht. Ja, easy. Aber ist das Pokémon nicht süß? Sehr schön. Hätte nochmal googeln sollen, wie das die letzte Entwicklung von dem Pokémon heißt. Okay, das ist bis jetzt nicht schwer. Bis jetzt. Was denn? Zitterst du etwa? Hast du schon solche Angst mit mir davor, mir zu kämpfen oder so? Okay. Jura!
Fahrrad. Okay, wir fliegen erstmal wieder weg. Gyurob wäre auch ein schönes Pokémon gewesen. Weil es halt auch so süß ist, ne? Ist halt immer schlimm, wenn die Pokémon so süß sind. Kannst dann halt nichts mehr machen. So, das macht Batman relativ gut. Wenn es halt immer als erstes angreifen darf, ist es schon echt... Oh, Yugong. Weiterkämpfen, das schafft Batman. Ich verwirre es. Mit meiner Anwesenheit. Das kann ich gut. Das ist so eine Art Talent bei mir. Die Leute um mich herum verwirren mit meiner Verwirrung. Pfeife. Ich dachte, dieser ist verwirrt. Jetzt schlägt es sich auch noch selber. Tschüss. See you in hell. Da bin ich wieder. Hi. Wir kommen gut klar. Nein, er setzt Wasserring ein und er regeneriert seine KP. Oh, ich glaube nicht viel, ne? Nö, nicht viel. Ich glaube, ein Spukball sollte da lang. Oder auch nicht. Jetzt pennt es tatsächlich. Das Mistvieh. Ach, ich hasse Erholung. Ich will mal Biss gemacht, der würde es jetzt nicht pennen. Ach, das regeneriert sich die ganze Zeit nur, das Doofmon. Und regeneriert. Hast du auch Attacken oder kannst du dich nur regenerieren? Flieg schon mal los. Den Fliegen sollte ihn gleich töten. Zugabe, tschüss. Es kann also auch noch klatschen. Okay, das Pokémon kann eigentlich gar nichts. Schlafen, sich heilen und klatschen. Toll. Oh, und es überlebt es auch noch. Oh, töte mich bitte. Oh, life is pain. Aber der Wasserring hat nachgelassen. Hält er nur 5 Runden? So, wenigstens ein Volltreffer. Warum nicht gleich so? Dankeschön. Meine Güte. So. Oh Gott, noch ein Yugong. Weißt du was? Das tue ich mir nicht nochmal an. Amphi, los. Amphi macht das schon. Bevor der da jetzt sich wieder tot Yugong, da kriege ich ja sonst was. Außerdem kann Amphi... Nee, warte mal. Yugong, Yugong. Nee, warte mal. Wer war jetzt? Ja. Hätten wir auch so töten können. Egal. Der andere heißt ja Yugong. Nee, Yugong. Hey, jetzt bin ich verwirrt. Egal. So können wir Amphi eigentlich auch ein bisschen trainieren. Weil Amphi wird unser Ass im Ärmel sein. Wobei er einen Kiefel hat und für Kiefel ist es dann nicht mehr Ass im Ärmel. Vor dir kriegt man ja richtig Angst, so stark bist du. Ja, es hat ewig gedauert, bis ich dich besiegt habe, aber passt schon. Vielleicht hat er ja sogar auch einen Roshana. So, jetzt gehen wir hier, 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 sagen Hallo. Sieh dir meinen Parallelschwung an. Ja, toll, sieht gut aus. Oh nein, Yugong, oh nee. Du kannst doch nur wieder klatschen. Mach jetzt nicht Zugabe, das wäre scheiße. Ich meine, das wäre wirklich scheiße. Schlag dich lieber selber. Das geht am besten. Komm nicht auf die Idee, irgendwie auch nur irgendeine Erholungsattacke zu machen. Und es schläft. Oh. Warum muss ich mein Pokémon ständig pennen lassen? Das ist doch sowieso total... Ja, weiß ich nicht, total doof. Oder? Ich meine, es ist auch eigentlich kontraproduktiv, dass mein Pokémon bei Erholung schläft. Es schläft ja ein. Das ist doch kontraproduktiv.
Ich meine, guck mal, jetzt wird es besiegen, ohne dass es irgendetwas machen kann. Niemand setzt doch Erholung ein, es sei denn, ich habe eine Selbstaufwachbeere dabei. Oder etwas. Ich weiß nicht, ich kann nicht einschlafen oder sowas, was Traumato hatte, immer wach oder sowas. Ich weiß nicht, ob da Erholung überhaupt funktionieren würde. Aber ansonsten ist Erholung doch komplett kontraproduktiv. Sehr schön. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Ja. Weil ich geguckt habe, ne? Ja, Vorführeffekt. Ja. Stehst du da wieder weit. So, dann setzen wir nochmal Ampf. Hi. Das werde ich nie hinbekommen. Ich kenne Norberts Geheimnis. Oh. Weißt du, das sollten wir... ich weiß nicht, keine Ahnung, was ist ein Geheimnis? Muschas. Eddie setzt Muschis ein, doch. Geil. Krass, krass, krasser Typ, krasser Typ. Sehr schön. Ach, weißt du, du bleibst mal bei. Wir bleiben mal bei Amphi. Ja, das ist immer noch am einfachsten. Weil wenn ich jetzt auch Ultrigaria einsetze, dann ist ja das Problem, dass sie trotzdem Eis attacken können. Und mich dadurch mehr Schaden zusetzen, weil Eis gegen Pflanze sehr effektiv ist. Das ist das Problem. Weg. Lü. Und Jurob. Ja gut, das ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so, ne? Aber naja. Wir haben dann alle, dann können wir zurückgehen. Wie gesagt, ich weiß, wir müssten, glaube ich, wirklich nochmal zu einem Markt gehen. Und alleine schon gucken wegen Belebern und Tränken und sowas. Ich weiß nicht, wie unser Stand derzeit da ist. Außerdem hat Mutti ja bestimmt noch ein paar Sachen dahin geknallt. Weil sie hat garantiert wieder Geld ausgegeben. Na gut, ich verrate dir Norberts Geheimnis. Okay, ich bin gespannt. Das Geheimnis seiner Stärke ist, dass er jeden Tag auf kaltem Eis trainiert. Das steht Körper und Geist. Das interessiert doch keinen. Ich glaube, wir haben sogar gerade schon gelöst, das Rätsel, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Achso, ja, was mache ich? Hilfe. Ich glaube, wir haben das Rätsel gerade sogar schon gelöst. So. Ich fliege dann jetzt erstmal ganz kurz irgendwo hin, welcher einen Laden hat. Irgendwie hat ja nicht mehr jede Butze hier einen Laden. Teak City, ja komm. Ja, sollte eigentlich alles da geben, oder? Eigentlich sollte es da alles geben. In Teak City. Ich meine, wir brauchen nur Beleber und Super- oder Hypertränke. Mehr ist es ja nicht. Mehr ist es ja gar nicht. Nur unsere Pokémon heilen. Dann zeigen wir mal Norbert, wo der Hammer hängt. Er hat garantiert einen Kiefel dabei, wenn nicht sogar noch die Entwicklung von Kiefel. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich nochmal nachgucken müsste, damit wir uns einen gediegenen Namen für das Schweinchen ausdenken können. Einen schönen guten Tag. Ja, deine Mutti hat schon wieder irgendwelche Beeren gekauft. Oh ne, einen Seidenschal. Toll. Ein Seidenschal. Und wieder irgendwelche Beeren. Ja, deine Mutter hat schon wieder irgendwas, bestimmt irgendwelche... Oh, ein Mondstein! Das war nicht der Stein, den ich brauche, aber trotzdem cool. Auch wenn es nicht der Stein ist, den wir brauchen. Hätte ich jetzt einen Nidoran, ne? Oh, dann hätten wir uns super einholen können. Nummer 3 erstmal. Es langt ja auch. Mehr als 10 Beleber werden wir bei dem bestimmt nicht verbrauchen. Hey,
Übertränke hätte ich doch gerne noch ein paar mehr, wa? So, 13 ist eine Glückszahl. Wir haben sonst auch noch Supertränke. Ja, Supertränke lang. 24 Supertränke lang. Haben wir noch Hyperheiler oder sowas? Ja. Falls der uns einfriert oder so, ich weiß es ja nicht. Also, ja, kommt glaube ich auch nicht so häufig vor, die Statusveränderung Eis. So, was bringt denn der Seidenschal eigentlich? Ich glaube, das verstärkt normale Attacken, oder? Ich meine, das waren normale Attacken. Okay. So, und zurück. Alter, wir kriegen gleich unser Quiekel. Quiekel, Quiekel. Oder so, ich habe keine Ahnung, wie Quiekel für Geräusche macht. So, dann fangen wir aber den Kampf, fangen wir mit Wambo an. Weil Wambo ist, ja, relativ unnötig. Es kann halt einschläfern, was relativ gut ist. Ja, warte. Warte. So. Ob das jetzt der schnellste Weg war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein Weg. So, ich save jetzt gleich hier oben, meine Güte. So, Nobby. All unseren Pokémon geht's gut. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Hör auf den Rat eines Erwachsenen. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Du kannst mich nicht besiegen. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde dir nun meine Macht demonstrieren. Das Gute ist, deine Pokémon sind schon 50 Jahre alt. Mir ist windig bei dir. Scheint sehr windig bei ihnen gewesen zu sein. Hätte ja klappen können. Schöner geht's einfach nicht, wenn sie einschlafen. Es fängt an zu hageln, es hagelt. Oh, immer diese Wetterveränderung, das nervt. Vor allem, da zieht er sich selbst damit auch noch Schaden. Na? Werden wir gleich doch Body Slam machen. Frieren Wasser-Pokémon eigentlich schneller ein als als andere Pokémon? Ich meine, bestehen sie ja aus Wasser. Oder wäre das einfach zu logisch? Vielleicht tauscht er den ja sogar auch. Dann wissen wir ja ganz genau, dass wir gewinnen. Weil er dann nur noch ein Schlaf-Pokémon da hat. So, jetzt legen wir uns wieder auf das schlafende Pokémon rauf. Wir heilen uns ein bisschen. Ja, den Behälter drin, das ist schön. Jetzt schnarch er ein. Okay. Erholung ist ja auch nur dann gut, wenn man auch Traumfresser oder Schlafattacken hätte, ne? Wambo macht das schon, finde ich gut. Setzt er das eigentlich automatisch ein? Schnarcher und so, oder muss ich das anklicken? Noch mehr Heilung für uns. Nochmal wieder ein Body Slam. Noch mehr Heilung für uns. Schon vorteilhaft, ne? Jetzt setzt der Schnarcher ein, das schlägt fehl. Ach komm, den Body Slam wir jetzt in die Weltgeschichte. Wehe, er setzt gleich Erholung ein. Oh, ist paralysiert, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Und Wambo regeneriert sich immer mehr, schön. Ich hasse diese blöde Erholung. Geht gar nicht. Ist er jetzt, wie kann er eigentlich jetzt Erholung machen? Und den Status von paralysiert überschreiben mit seinem Schlaf.
Rein theoretisch gibt es ja nur eine Statusveränderung. Warum macht er mir jetzt mehrere Statusveränderungen? Das geht ja gar nicht. Weißt du? Macht nichts, wir heilen uns wieder. Rein theoretisch dürfte er gar nicht Erholung einsetzen, so aus der logischen Konsequenz heraus. Weil er ja die Statusveränderung paralysiert hat, dann kann er ja nicht noch einschlafen. Warum überschreibt er jetzt meine Statusveränderung des Paralysiertseins mit seinem Schlafen? Das ist gemein. Das ist ungerecht. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich hoffe, das patchen die noch. Ich hoffe, du stirbst gleich mal. Ich habe gleich keinen Body Slam mehr, wenn es weiter so läuft. Die einzige Technik, die er kann, ist pennen. Okay, das ist echt nervig. Das ist jetzt doch ein bisschen hart nervig. Die ganze Zeit nur schlafen. Gibt's ja gar nicht. Was wrong mit dem Pokémon? Ich kann nur Erholung, Schlacher, Hagelsturm und Eissturm, ey. Das ist doch unmöglich. Hauptsache, wir setzen Wambo ein, weißt du? Oh. Und der macht die ganze Zeit nur... Gibt es eigentlich eine gewisse Anzahl, die er schläft, wenn er Erholung einsetzt? Dass er immer konsequent nach dem dritten Mal aufwacht, oder? Muss ich mal gucken. Das wäre mal interessant. Ist aufgewacht. Setzt Erholung. Alter, seid ihr eigentlich bescheuert hier in diesem Spiel oder so? Oh, das kann doch nicht die ganze Zeit nur pennen, Mann. Oh. Oh, fick dich, ey. Komm. Oh. Mann. Mach mir doch nicht so eine schlechte Laune hier. Oh. Du prügelst auf den einen Erholung. Prügelst auf den einen Erholung. Es schläft die ganze Zeit. Es macht sich einen schönen Tag. Es fässt sich selber an dabei. Oh. Ist er bekloppt bei? Meine Güte. Ah. Hauptsache, es pennt die ganze Zeit, dieses blöde Pokémon. Ja, sag ich nur. Es war klar, dass er Kiefel einsetzt. Sieht so lustig aus. Erstmal heilen wir Wambo. Ich weiß gar nicht, ob das sehr effektiv ist, weil es ja ein Boden-Pokémon ist, ab Wasser sehr effektiv dagegen ist. Erholung. Oh, Eiszahn. Das ist schön, dass er sowas kann. Das ist super gegen Drachen-Pokémon. Genau deswegen habe ich das mitgenommen. Sowas wie... Oh. Top-Genesung haben wir nicht, ne? Nee. Schade. Das wäre noch cool gewesen. Sowas wie Top-Genesung. Einfach heilen und gleichzeitig die Gefriertheit-Status wegmachen wäre cool. Aha, Schlammbombe. Wird auf jeden Fall effektiver sein. Ja, ich weiß. Ich heile die nochmal. Wir wissen, ob Wasser gegen Kiefel effektiv ist. Weil wir müssen dafür leider mehrfach überleben. Ist sogar echt effektiv. Oh, gut. Gut zu wissen. Das heilt uns auch noch schön. Naja, schön ist was anderes. 6. Dafür setzt er nur Hagelsturm ein. Da heilen wir uns ja noch mehr. Geil. Das ist gut zu wissen, dass das Wasser dagegen doch effektiv ist. Hätte ja sein können, dass er eher Eis ist als Boden und deswegen nicht effektiv oder so. Aber jetzt wissen wir es. Jetzt schürfern wir den weg. Jetzt heilt er den erstmal gleich. Oder er heilt sich erstmal selber mit seinen Bärchen.
Wir heilen uns nochmal. Schön. Ich weiß gar nicht, was Kiefel für Sachen hat. Ich will nicht irgendwie sowas haben, dass er permanent irgendwie hagelt oder sowas, wenn wir den reinwerfen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Sehr gut gemacht, Wambo. Deswegen, ich will nicht, dass wenn wir Kiefel oder so einsetzen, dass es gleich anfängt zu hageln. Das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass es hagelt. Das wäre eine völlig unnötige Attacke. Wie Wambo das hier einfach alleine regelt, ne, beinahe? Wenn, gut, er hätte das Jurob besiegt, würde das Jurob nicht sich ständig selbst erholen. Ja, weiterkämpfen. Komm, was soll der Geiz? Das war gar nicht schlecht. Schade. Hoffentlich lernen wir die Technik. Aurora-Strahl. Der ist so hübsch. Guck mal, wie schön bunt der ist. Wir leben noch. We are not... Oh, wir sterben jetzt durch Hagel. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht killbar. So, Bebop. Oh, warum geht die Attacke immer daneben? Ich will den wenigstens einschläfern oder sowas. Ich will das Vieh einschläfern. Leider tut das echt weh. Oh, er darf sogar zweimal. Das ist auch nett. Danke. Das freut mich immer, wenn die Pokémon aus unerfindlichen und unnötigen Gründen zweimal dürfen, ist es auch immer sehr schön. Es fühlt sich dann auch immer richtig an, muss ich sagen. Es fühlt sich dann einfach richtig an. Dass es zweimal darf. Es ist auch alles sehr effektiv gegen Eis, ne? Lass mich es wenigstens verwirren. Ich meine, das Gute an unserem Pokémon ist wirklich, sie dürfen immer anfangen. Sie sind immer die Ersten, die anfangen dürfen. Leider auch sehr effektiv. Wir leben noch. Ist kein schönes Leben, aber wir leben noch. Warum darf der immer zweimal, wenn wir das Pokémon gerade reinwerfen? Hä? Erklärung bitte. Warum darf der immer zweimal? Das ist ungerecht. Der darf permanent zweimal. Hä? Seit wann ist denn sowas? Seit wann ist denn sowas drinne? Dass der zweimal darf? Warum? Was ist die Grundlage darauf, dass der jetzt zweimal angreifen darf? Jetzt darf er dreimal angreifen. In dem Gebilde darf er jetzt dreimal angreifen. Ich bin wie die Weide, biegsam, aber hart. Noch kriegst du mich nicht klein. Was? Ich werde echt bescheuert mit dieser scheiß Erholung, ey. Ey, nie wieder mehr gegen so eine scheiß Robbe kämpfen, ey. Das machen sie in der Antarktis auch nicht, wenn man da mit den Schlägern drauf prügelt auf die Babys. Machen auch keine Erholung. Sieht zwar aus, als ob sie schlafen, aber mit den Augen nach außen gedrückt. Und ich unterstütze das nicht, es ist furchtbar. Schlafrede. Sowas gibt's auch noch. Ich bin verwirrt. Hä? Was macht Schlafrede? Einfach eine random Attacke rausschmeißen? Yay. Der Spezialangriff von Amphi, ne, ist echt enorm. Der ist schon fast bei 100. Jetzt bin ich am Ende meiner Weisheit. Nice. War easy. Dein Können hat mich schwer beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten dieses Lebens mühelos überstehen. Du bist diesen Orden würdig. Eisorden! Dieser Orden erlaubt es deinem Pokémon, die Attacke Whirlpool zu erlernen, mit der du selbst rasende Stromschnellen überqueren kannst. Und das hier ist ein ganz besonderes Geschenk von mir persönlich. Keine Ahnung. Darin befindet sich Hagelsturm. Der kurze Hagelschauer, den diese Attacke verursacht, wird deine Gegner ganz schön durchschütteln. Sie verkörpert all die Grauen eines harten Winterns. Winterns vor allem. Nee, Hagelsturm ist einfach nur unnötig, danke. Also Hagelsturm ist jetzt etwas, das brauche ich echt. Ich brauche sowieso nie Wetterveränderung. Sonnenschein ist noch ganz gut. Sonntag, glaube ich, heißt das. Weil da kann man Solarstrahl instant einsetzen.
Und Feuerattacken werden stärker, ich bin mir nicht sicher.